Ich habe letzthin einen Radiobeitrag gehört zu einem Phänomen, das man Manifestieren nennt, aus dem Amerikanischen von Manifesting. Und das ist anscheinend ein riesen Hype in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mitbekommen hat. Und der Punkt daran ist, dass millionenfach so Videos angeschaut werden von so Selbsthilfe-Coaches. Und was die eigentlich sagen, dass es bei dem Manifestieren darum geht, dass man Sachen, die man sich wünscht, muss einfach ganz fest vorstellen. Also zum Beispiel eine Villa oder ein Luxusauto oder 1 Million Franken auf dem Bankkonto. Und man muss sich das einfach so lange vorstellen, sich eben manifestieren oder vorstellen, so lange, bis das Universum, sagen sie, das für uns ermöglicht. Bis das, was man sich vorstellt, vor unseren Augen sich manifestiert. Und sie tun das erklären oder begründen mit einem sogenannten Gesetz von der Anziehung, weil sie irgendwie behaupten, wir Menschen würden Sachen, die wir uns vorstellen, durch Energie etc. und so weiter, irgendwie anziehen. Weil wir uns auch gegenseitig anziehen und so weiter. Also würden wir so Sachen anziehen, wenn wir es uns genug lang vorstellen. Und auch so tun, wie wir es schon haben. Also das Geld schon ausgeben zum Beispiel. In dem Radiobeitrag hat ein Theologe, der Manuel Schmid, hat gesagt, dass das eigentlich nichts anderes ist als das gute alte magische Denken. Einfach so aufblasen, er hat es dann als toxische Positivität bezeichnet, das ist ein Ausdruck aus der Psychologie, bedeutet eigentlich nichts anderes als, es ist ein positives Denken, das kennen ihr sicher alle, einfach massiv übertrieben. Jetzt, wenn man so etwas hört, wenn man so einen Trend hört, dann kann man sich natürlich ein bisschen lustig darüber machen, über die Leute, die das tatsächlich glauben. Aber mir geht es heute nicht um das. Mir geht es nicht darum, dass ich mich lustig mache über die Leute, die das tatsächlich glauben, sondern mir geht es darum, dass ich glaube, solche Trends zeigen einfach ganz fest auf, dass wir Menschen hoffen. Dass wir unsere Hoffnung auf irgendetwas setzen. Wir alle, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, egal ob wir etwas mit dem christlichen Glauben im Hut haben, Menschen sind auf Hoffnung aufgebaut. Wir wollen hoffen. Und die Frage ist also nicht so sehr, ich habe es mal so formuliert, die Frage ist nicht so sehr, ob wir hoffen, sondern auf was wir unsere Hoffnung setzen. Weil Hoffnung braucht eine verlässliche Grundlage. Und alles in unserem Leben basiert eben am Schluss auf Hoffnung. Entscheidungen, die wir treffen, Beziehungen, die wir eingehen, Sachen, die wir planen für das nächste Jahr, das ist alles basiert auf Hoffnung. Und wir brauchen irgendeine Grundlage, auf der unsere Hoffnung basiert. Und jetzt, um das noch ein bisschen persönlicher zu machen, frag dich doch einmal, so ein bisschen wie es Anja schon angetönt hat, wie würdest du im Rückblick auf das Jahr 2023, das ja jetzt dann zu Ende ist, wie würdest du folgende Frage oder folgenden Satz fertig machen? Der Satz, ich habe gehofft, dass... Was hast du gehofft, dass in dem vergangenen Jahr passiert? Vielleicht hast du eben gehofft, dass du endlich deine Arbeitsstelle findest, die zu dir passt. Vielleicht hast du gehofft, dass du endlich deinen Partner fürs Leben findest. Vielleicht hast du gehofft, dass du Kinder bekommst, dass du schwanger wirst. Vielleicht hast du gehofft, dass du endlich wieder gesund wirst. Vielleicht hast du gehofft, dass endlich der Krieg in der Ukraine fertig ist. Vielleicht hast du gehofft, irgendetwas in deinem Leben, dass irgendetwas passiert, dass irgendein Durchbruch passiert. Auf was hast du gehofft in dem vergangenen Jahr? Und wenn du das mal schnell ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann glaube ich, dass unsere Erfahrung, unsere persönliche Erfahrung, zeigt ganz oft, dass das Gegenteil von Hoffnung Enttäuschung ist. Weil du könntest den Satz vielleicht auch so anfangen, mich hat letztes Jahr enttäuscht, dass ich dieses oder jenes sich nicht so entwickelt hat, wie ich es gedacht habe. Wie ihr gesehen oder schon gehört habt, wir starten heute so ein bisschen in eine Entdeckungsreise rein, zu dieser Frage, warum Weihnachten? Warum feiern wir Weihnachten?
Und in diesen vier Sündigen bis Advent werden wir sehen, dass es eben an Weihnachten noch um mehr geht, als um die schönen Lichtli und um die Geschenke. Und ich bin voll alles für das. Ich finde das mega toll. Ich habe gerne Tannenbäumli und Kerzli und Geschenkli. Aber wir werden anschauen in diesen Wochen, dass es eben gerade insbesondere auch um Hoffnung geht. Dass es um Liebe geht, dass es um Frieden geht, dass es um Freude geht in der Advents- und Weihnachtszeit. Und eben heute geht es um Hoffnung. Und ich habe mal folgenden Satz formuliert, so um ein bisschen reinkommen in das Thema. Zusammenhang von Enttäuschungen und Hoffnung. Enttäuschungen sind die freundliche Einladung, dass wir darüber nachdenken, auf was wir gehofft haben. Wenn du heute da bist und du hast eine Enttäuschung in deinem Leben, dann nutzt das als eine Möglichkeit, als eine Chance, um darüber nachzudenken, auf was habe ich denn eigentlich gehofft in meinem Leben. Die einen Menschen hoffen vielleicht auf Politik, dass Politiker uns wieder auf Spur bringen. Vielleicht andere denken, ja, die Vernunft der Menschheit ist unsere Hoffnung, dass endlich mal ein bisschen gescheiter gedacht wird oder so. Die anderen denken vielleicht, dass es einfach ein bisschen mehr Bildung braucht oder dass es einfach ein bisschen mehr Geld braucht oder ein bisschen mehr Material braucht. Ich weiss nicht, auf was du deine Hoffnung setzt im Leben. Und Weihnachten erzählt eben von einer Hoffnung, die noch mehr ist als positives Denken. Interessant ist ja, dass in unserer Alltagssprache Hoffnung ein eher vager Begriff ist. Also wir sagen eben so Sachen wie, wenn wir einen Wunsch haben, ja, ich hoffe, dass ich diese Weihnachten vielleicht ein neues iPhone bekomme. Ja. Auf was basiert die Hoffnung? Vielleicht sagst du es einfach genug mal, dann gehört es vielleicht deinem Partner oder so. Oder wir formulieren auch Hoffnungen, formulieren, wenn es ein bisschen vager Optimismus ist. Ja, ich hoffe, das kommt dann schon gut. Das kommt dann schon irgendwie gut. Nur das irgendwie weiss dann niemand so recht. Hoffnung kann auch sein, dass wir einfach eine Möglichkeit haben, dass etwas gut kommt. Sozusagen statistisch. In so und so viel von den Fällen kommt da und da schon gut. Aber nur 50% der Ehen sind noch zusammen. Oder? Also, da haben wir schon eine Frage, auf was setzen wir unsere Hoffnungen? In der Bibel ist Hoffnung ein stärkeres Wort eigentlich als in unserer Alltagssprache. Hoffnung basiert auf den Versprechen von einem guten Gott. Hoffnung basiert auf den Versprechen von einem guten Gott. Hoffnung basiert auf der Person von Jesus. Sie basiert nicht einfach auf irgendeinem positiven Denken, sondern Hoffnung basiert auf Jesus. Und wir werden uns heute in dieser Predigt ein paar von den Aussagen rund um die Weihnachtsgeschichte anschauen, von den Engeln. Und wenn du jetzt denkst, ja, mit Engeln weiss ich gar nicht, ob ich so viel am Hut habe, lass doch heute das einmal hinter dir, die Vorurteile, und lass mal an, was die Engel zu sagen haben. Wir schauen mal in die Geschichte rein, und zwar den Teil, wo der Josef vorkommt. Der Josef, das war ja der Verlobte von der Maria. Und dann hat er gehört, dass Maria schwanger ist. Er hat aber gewusst, dass es nicht von ihm ist. Und hat sie verständlicherweise verlassen wollen. Und dann ist ein Engel gekommen und hat zum Josef im Traum gesagt: Schau, Josef, das ist jetzt der Moment, wo ihr alle darauf gewartet habt. Euch muss verstehen, oder? Das Volk Israel hat jahrhundertelang gehofft auf einen Messias, auf einen Retter. Und der Engel sagt, das ist jetzt der Moment, wo der Messias, wo der Retter geboren wird. Übrigens, eine andere Übersetzung für das Wort hoffen in der Bibel ist eben warten. Also auf das, was ihr gewartet habt, sagt der Engel, das wird jetzt in Erfüllung gehen. Und dann, der Matthäus, der das schreibt, das Evangelium, macht dann den Link eben zu einer uralten Verheißung vom Prophet Jesaja. Das ist Matthäus 1, Vers 22 und 23. Dort schreibt eben der Matthäus, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und das ist die erste grosse Hoffnung von Weihnachten, dass Jesus mit uns ist, dass Gott mit uns ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was an dem ist hoffnungsvoll?
Ich habe letztens gelesen, dass die Weltgesundheitsorganisation, WHO, Einsamkeit zu einem globalen, was auch immer das bedeutet, was auch immer das für Auswirkungen hat, aber ein globales Gesundheitsproblem. In den USA gilt die Einsamkeit als Epidemie. Man sagt, dass Einsamkeit so gefährlich ist wie 15 Zigaretten rauchen am Tag. Und dass Leute, die einsam sind, viel größere Risiko haben, krank zu werden. Schlimm, krank zu werden. Und ich meinte, dass gerade in die Einsamkeit, die eben ein globales Problem ist, gerade in die Einsamkeit, ins Leiden, ins Durcheinander, in die Schwierigkeit, in die Dunkelheit von unserer Welt, kommt Jesus an Weihnachten rein. Das ist die gute Nachricht, das ist die Hoffnung von Weihnachten, dass Gott uns in all dem innen, wo wir Schwieriges haben, in aller Einsamkeit, nicht allein lässt. Weihnachten ist das Versprechen, dass wir nie allein sind. Versprechen, dass Gott mit uns ist. Und Gott will uns noch näher sein, als es uns ein Mensch je könnte sein. Also auch wenn du das Gefühl hast, du bist völlig allein in dieser Welt. Die Hoffnung von Weihnachten ist, dass Gott jetzt dir näher ist, als es ein Mensch je könnte sein. Und Gott ist in die Welt hineingekommen, Gott ist in Jesus Mensch geworden, damit wir teilhaben an dem Leben, an dieser Liebe, die es in Gott gibt. Das ist eine der Hoffnungen von Weihnachten. Gott ist mit uns. Das Problem ist vielleicht manchmal, dass wir uns das ein bisschen anders vorstellen. Dass wir denken, Gott müsste doch irgendwie anders auftauchen in unserem Leben. Er müsste mit einem Feuerwerk und mit Wunder erscheinen in unserem Leben. Aber Jesus erscheint als kleines Baby in einer stinkigen, was auch immer, Futterkrippe. An Weihnachten in einem Stall. Und es ist vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und vielleicht stellst du dir in deinem Leben auch vor, dass Gott ein bisschen anders müsste auftauchen. Aber das ist die Hoffnung von Weihnachten. Gott ist da. Vielleicht anders, als wir es uns vorgestellt haben. Die Frage ist nicht so sehr, ist Gott da, sondern bist du da? Bist du da und nimmst du wahr, dass Gott da ist? Bist du heute Morgen so da, dass du jetzt gerade merkst, dass Gott in dem Moment da ist? Nicht irgendwo weit weg, sondern jetzt da bei dir. Ganz nah. Und er will an dir wirken heute Morgen. Er will in dein Leben hineinreden. Er will dir neue Hoffnung schenken. Gott ist da. Das zweite Problem bei dieser Frage, ob Gott da ist, kann auch sein, dass wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie getrennt von Gott. Vielleicht denkst du, weil du gerade ein Leiden durchlebst, weil du gerade versagt hast, weil du vielleicht gerade eine schwierige Familiensituation hast, weil du vielleicht gerade eine schwierige Arbeitssituation hast, dass du dir denkst, Gott ist wahrscheinlich gerade nicht da. Wahrscheinlich trennt mich das von Gott. Schau, ich will dir einfach sagen, das stimmt nicht. Es gibt nichts, wo uns trennt von dieser Nähe von Gott. Kein Versagen, keine Hoffnungslosigkeit, keine Arbeitssituation. Was auch immer dir jetzt vielleicht gerade durch den Kopf geht, das sind keine Sachen, die dich trennen von Gott. Weil die Hoffnung von Weihnachten ist, dass Gott da ist. Und er ist immer da. Und ich glaube, das ist ein echter Grund für Hoffnung. Nicht einfach positives Denken, sondern echte Hoffnung. Gott ist mit uns. Er ist jetzt da. Und er ist uns näher, als es irgendein Mensch je hätte können sein. Dann ist es aber so, dass der Engel ja nicht nur zum Josef gekommen ist, sondern der Engel ist ja vorher noch zu der Maria gegangen. Und er hat der Maria gesagt, du lass, Gott will ein Wunder tun an dir. Du wirst schwanger werden. Und das ist übrigens ein Wunder, das durch die Kraft Gottes passiert. Und wenn du dich mit dieser Geschichte mühst und denkst, ja, wegen Jungfrau, die schwanger wird und so weiter, haha, wir wissen doch alle, dass das gar nicht geht, bla bla bla.
Lass dir einfach Folgendes gesagt sein. Es ist die gleiche Art von Wunder, wie damals, wo Gott die Welt geschaffen hat. Gott hat aus dem Nichts die Welt geschaffen. Und so hat er auch im Bauch von der Maria ein neues Schöpfungswunder da, wo er das Baby aus dem Nichts in ihr geschaffen hat. Also das ist vergleichbar. Und es gibt etwas, was es eben schon mal gegeben hat, nämlich in der Schöpfung. Und der Engel erklärt dann der Maria, was das für ein besonderes Baby wird sein und dass das ein besonderer König wird sein. Sie sagt dann, das ist Lukas 1, 31, sie sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Da haben wir es, Thron. Es geht um einen König. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da wird wieder die grosse Hoffnung vom Volk Israel sichtbar. Sie haben gewartet auf einen König, auf einen Retter, auf einen Messias. Und Verheißung war, dass einer wird kommen, wo ähnlich wird sein wie der grosse König David. Das ist der grösste, der wichtigste König im alten Israel. Und die Verheißung war, dass aus seiner Linie einer wird kommen, der dann der Messias, der Retter, der König vom Volk wird sein. Jetzt, wenn man die Geschichte von Jesus ein bisschen weiterliest, und viele von euch kennen die Geschichte, ja, dann merkt man schnell, dass Jesus nicht ganz dem Königsbild entspricht, das man sich vielleicht vorstellt. Also erstens hat er keine Armee gehabt, dementsprechend auch wenig Macht in dem Sinn, kriegerische Macht. Er hat keine Revolution angezettelt gegen die Römer, obwohl das da die gewesen sind, die das Volk Israel unterdrückt haben zu selber Zeit. Er hat nicht einmal schöne Kleider gehabt. Jesus war der König von einer anderen Art von Reich. Ein Königreich, das aber stärker war als alle anderen Königreiche dieser Welt. Er hat das Reich von Gottes gebracht, das Königreich, das nicht auf Gewalt, nicht auf Manipulation basiert, sondern ein Königreich, das auf Barmherzigkeit, auf Hoffnung, auf Freude, auf Frieden und Liebe basiert. Und wisst ihr was? Zur Zeit von Jesus haben viele Leute ihn abgelehnt. Viele Leute haben nicht verstanden, wie Jesus könnte ein echter König sein. Viele Leute waren enttäuscht von Jesus, weil er ihre Hoffnungen nicht erfüllt hat. Zu selber Zeit auch schon. Jesus war ein König, wie man ihn sich nicht so vorgestellt hat aus den Märchenerzählungen. Sondern er war ein leidender König. Ein leidender König. Und für viele ist das auch heute noch ein Widerspruch in sich selber. Wie kann ein König ein leidender König sein? Aber genau da drin liegt unheimlich viel Hoffnung. Weil wenn Jesus ein leidender König war, dann kann er auch unser Leiden brauchen und uns verändern. Ich habe es so formuliert, der zweite Grund von Hoffnung ist, dass Jesus uns verwandelt durch unser Leiden durch, zu liebevolleren Menschen. Das ist Hoffnung. Jesus verwandelt uns durch unser Leiden durch zu liebevolleren Menschen. Ich glaube, eines der Ziele, wenn wir mit Jesus leben, ist, dass wir liebevollere Menschen werden. Und irgendwie, wie auch immer, weil wir Menschen wahrscheinlich so gestrickt sind, meistens passiert die Veränderung durch Leiden durch. Und nicht durch die schönen Ferien, die wir gerade hatten, sondern durch die Herausforderungen in unserem Leben. Und für da gibt es zum Beispiel in der Bibel ganz viele Beispiele. Menschen, die durchs Leiden durch verändert worden sind. Ich meinte, und ich muss das an dieser Stelle sagen, ich bin überzeugt davon, dass das Böse und das Leiden in dieser Welt nicht von Gott kommt. Ich glaube nicht, dass er hinter allem einen guten Plan hat. Ich glaube, es gibt sinnlose Boshaftigkeit in dieser Welt. Es gibt Sachen, es gibt Böses, es gibt Leiden, es gibt Krankheiten, die schlichtweg keinen Sinn machen.
wo es nicht so ist, dass Gott das alles in seinem guten Plan geplant hat. Bleibt schnell mit mir. Was ich glaube, ist nicht, dass Gott das Böse gemacht hat, sondern dass Gott den freien Willen gemacht hat. Freier Wille ist Voraussetzung für Liebe. Ich kann nur Liebe wählen, wenn ich den freien Willen dazu habe. Aber wenn man den freien Willen gibt, dann kann man sich auch immer für die andere Seite entscheiden. Man kann sich auch gegen die Liebe, gegen das Licht entscheiden. Man kann sich für das Böse entscheiden. Man kann sich für die Dunkelheit entscheiden. Und Gott hat uns den freien Willen gegeben. Er hat den freien Willen in die ganze Schöpfung hineingesetzt. Und das Resultat davon ist, dass es Böses gibt. Und dass Böse manchmal richtig sinnlos ist. Es wird uns auch nie übrigens in der Bibel gesagt, dass Christen ein Leben werden führen ohne Probleme und ohne Leiden. Aber, und das ist, finde ich, jetzt ist die grosse Hoffnung in dem allem. Die Spezialität von Gott ist, dass er die Sachen, die an Leiden, die an Bösem passieren in dieser Welt, dass er die kann brauchen und so etwas Gutem kann machen. Nicht das Böse ist von Gott, aber er kann daraus etwas Gutes machen, wo uns wieder zu gut kommt. Und er kann uns in dem Innen zu Menschen verändern, die grosszügiger und barmherziger und liebevoller sind. Nur ein Beispiel ist der Josef aus dem Alten Testament. Ich habe vor 2 Wochen eine längere Predigt über ihn gemacht. Er ist so ein starkes Beispiel, wie Gott das Schlechte kann nehmen und etwas Gutes daraus tun kann. Er sagt, dass er so, der Josef im 1. Mose 50, er sagt, ihr hattet Böses für mich geplant. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. In dem Sinn ist das Böse und das Leiden in unserem Leben nicht sinnlos. Weil Gott kann es brauchen, um uns zu verändern. Und das ist eine Hoffnung von Weihnachten. Jesus ist nicht als pompöser König in die Welt hineingekommen. Er ist nicht mit Macht und Manipulation gekommen, sondern als leidender König, um uns den Weg zu weisen für unser Leben, dass durchs Leiden durch er uns kann und will verändern. Und ich glaube, das ist gerade sehr hoffnungsvoll für all die, die vielleicht in ihrem Leben viel Schweres und viel Dunkles gerade haben. Jesus ist mit dir und er wird dich durch diese Zeit durch verändern, wenn du mit ihm mitgehst. Und dann in dieser Begegnung vom Engel mit der Maria kommt noch ein dritter Grund für Hoffnung. Der Engel erzählt ihr, dass die Tante von der Maria, die Elisabeth, die war schon uralt, dass die auch ein Kind erwartet. Und er endet dann mit folgendem Satz: Denn für Gott ist nichts unmöglich. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Was heisst das jetzt? Ist Gott eben trotzdem so ein kosmischer Weihnachtsmann, wo du ihm einfach alles kannst sagen, was du gerne hättest, und er tut es dann in Erfüllung gehen lassen, weil ihm nichts unmöglich ist? Geht es um das? Ist da mit dem Weihnachtsmann gleich nicht so weit hergeholt? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter rausholen. Advent, was wir jetzt gerade feiern in den nächsten Wochen, ist nicht nur die Erinnerung daran, dass Jesus vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, das erste Mal, sondern Advent ist auch ein Blick in die Zukunft. Weil Jesus wird eines Tages wiederkommen. Dann nicht als Baby, dann nicht inkognito irgendwo in Bethlehem, sondern als sichtbarer König dieser Welt. Und er wird in die Welt zurückkommen und die Welt nicht auf den Müll rühren und einfach alles zerstören und uns irgendwie in den Himmel entrücken, sondern er wird zurückkommen auf die Welt, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen und das, die seine geliebte Schöpfung wieder so herzustellen, wie er sie sich mal ursprünglich gedacht hat. Jesus wird einmal wiederkommen. Und das Thema geht durch die ganze Bibel durch, wie einen roten Faden. Und eine Stelle möchte ich euch einfach vorlesen,
aus Offenbarung 21, fast das letzte Kapitel, das zweitletzte Kapitel der Bibel. Dort steht Folgendes. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühe Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Da muss ich jetzt gleich schnell eine Bemerkung machen. Für all die, die mega gerne ans Meer gehen. Es heisst da, glaube ich, nicht, dass man nicht mehr an den Strand gehen kann. Das Meer war in Israel oder im jüdischen Verständnis immer das Bild für Chaosmacht und für das Böse. Also, da musste ich mich damit beschäftigen, weil ich ein bisschen Mühe hatte, als ich da gelesen habe. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wohnt jetzt bei uns. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und dann kommt's. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Denn es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Die Hoffnung von Advent weist über das jetzige Leben aus. Über den Horizont von unserem kurzen Leben hier auf dieser Welt. Es gibt noch mehr als das Leben, das wir auf dieser Welt haben. Als das Leben, das wir jetzt gerade drin sind. Und zwar wegen Jesus. Jesus ist nicht nur als Baby auf die Welt gekommen. Er hat gelebt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren und er wird einmal wiederkommen als König. Und dann wird er ein für alle Mal dem Leiden und dem Bösen und dem Dunkle und dem Schwierigen in dieser Welt ein für alle Mal ein Ende machen. Und das ist die letztendliche christliche Hoffnung. Das ist das, auf das alles andere basiert. Dass wir eine Hoffnung haben, die über diese Welt ausgeht. Der Petrus, einer der Jünger von Jesus, hat später so formuliert, er hat gesagt, wir haben in Jesus eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung fürs Jetzt, aber auch eine Hoffnung für die Zukunft. Und die wunderbare Zukunft, das, was einmal wird kommen, das vollendete Königreich, hat Jesus an Weihnachten sozusagen schon mal einen Vorgeschmack in die Welt hineingebracht. Er hat das, was mal noch wird kommen, angefangen in dieser Welt. Sein Königreich in dieser Welt ist ein Vorgeschmack von dem, was noch mal wird kommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Er wird einmal die Welt wieder in Ordnung bringen. Und für einen Moment bedeutet das, dass Gott jetzt und immer wieder Gutes am Tun ist. In dieser Welt und in unserem Leben. Vor lauter Nachrichten und schlechten Nachrichten habe ich manchmal das Gefühl, dass wir nicht mehr sehen, wie viel Gutes Gott in dieser Welt immer und immer wieder bewirkt. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit offenen Augen durch unseren Alltag und durch unsere Welt durchgehen und sehen, Gott ist dran, Gutes zu tun in dieser Welt. Gott ist dran, sein Reich zu bauen in dieser Welt. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Und vielleicht, wenn du das ganz konkret in dein Leben einbauen willst, dann ist ein guter Tipp, fang deinen Tag mit Dankbarkeit an und hör deinen Tag auf mit Dankbarkeit. Überleg dir schnell, was ist das Erste, was du machst, wenn du am Morgen verwachst? Wahrscheinlich aufs Handy schauen. 90% der Leute. Tu doch nicht aufs Handy schauen, sondern fang damit an, dass du dich auf Gott ausrichtest und ihm für das Danke sagst. Vielleicht 3 Sachen. Vielleicht musst du jetzt erst noch aufstehen und schnell das Gesicht waschen, damit du überhaupt einen geraden Gedanken kannst, denken. Aber wieso nicht mit Dankbarkeit anfangen? Und wenn du das Letzte, wo du, bevor du ins Bett gehst, wieder, schau doch nicht aufs Handy, sondern leg an und das Letzte, wo du darüber nachdenkst, ist, was habe ich heute Gutes mit Gott erlebt? Es können wieder 3 Sachen sein, vielleicht fällt dir auch nur etwas ein. Immerhin, kannst du sagen, ich habe eine warme Decke.
Aber das ändert etwas. Und ich glaube, wenn mehr Dankbarkeit in unser Leben hineinkommt, dann kommt auch mehr Hoffnung hinein. Aber es ist nicht einfach so das dankbare, positive Denken, sondern es ist eine Dankbarkeit, die darauf basiert, dass Gott einst die Welt wieder wird in Ordnung bringen und wir mal werden auf einer Welt leben, wo es keine Tränen, kein Böses, kein Leiden und kein Tod wird geben. Ich will zum Schluss kommen. Die Band darf sich schon mal anfangen, parat machen. Es ist ja kein Zufall, dass wir in dieser Adventszeit, in der dunkelsten Jahreszeit, über Hoffnung nachdenken. Es ist jetzt gerade schön, dass heute Morgen so sonnig ist. Es ist auch kein Zufall, dass wir in dieser Jahreszeit so viel Lichter anzünden und Kerzen anzünden und uns Mühe geben, irgendwo ein bisschen Licht, eben unsere Häuser dekorieren, dass wir die Nachbarn übertrumpfen können. Es ist kein Zufall. Weil wir uns alle nach Hoffnung sehnen. Und wenn du heute da bist, und es ist dir eigentlich nicht danach, hoffnungsvoll zu sein, du hast Enttäuschungen in deinem Leben, dann will ich dir einfach zusprechen, du darfst die Enttäuschungen haben. Du darfst die Gefühle zulassen. Du darfst vielleicht auch traurig sein, du darfst enttäuscht sein für den Moment. Und ich kenne das recht gut. Ich kann selber in dieser Jahreszeit, wenn es so dunkel ist, wenn die Tage so kurz sind, habe ich selber immer wieder zu kämpfen mit Enttäuschungen, mit Hoffnungslosigkeit. Aber bleib nicht dort, sondern mach dich auf die Suche nach Hoffnung. Und wenn du heute gar nicht viel von dieser Predigt mitkommst, was ich dir das Herz legen will, ist, dass du Hoffnung außerhalb von dir suchst. Such deine Hoffnung nicht in deinem positiven Denken. Such die Hoffnung nicht in deinem Optimismus. Such deine Hoffnung auch nicht in ein bisschen mehr Ablenkung im Internet oder noch ein bisschen mehr Material, das du dir könntest zutun oder noch ein bisschen mehr Geld, das du könntest auf deinem Konto haben. Sondern such deine Hoffnung in Jesus. Ich habe letzte Woche ein Zitat gelesen, das das recht schön auf den Punkt bringt, von einem Julian Green, heisst der, glaube ich. Er hat gesagt, es gibt Menschen, die ganz plötzlich aufhören, an Gott zu glauben. Wir kennen alle so Geschichten. Leute, die vielleicht mal geglaubt haben, dann finden sie, ja, da mit dem Gott ist mega, ja, da kann doch alles nicht sein. Und dann sagt er weiter, ich meinerseits bemerke, dass ich ganz allmählich aufhöre, an die Menschheit zu glauben. Mir geht es ähnlich. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich bin nicht anti-Fortschritt und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr unsere Hoffnung außerhalb von uns suchen. Wir müssen unsere Hoffnung bei dem Jesus suchen, der an Weihnachten in die Welt gekommen ist. Die Hoffnung vom Advent ist, dass Jesus jetzt mit dir ist. Dass Gott dir näher ist, als irgendein Mensch dir je hätte sein können. Die Hoffnung vom Advent ist, dass das Leiden, das du jetzt vielleicht gerade durchgehst, dass Jesus dich in dem Leiden hinein kann verwandeln kann, dich zu einem liebevolleren, grosszügigeren Menschen machen kann. Und die Hoffnung ist, dass Gott trotz allem und in allem innen uns immer ganz viel Gutes schenkt. Beziehungen, Material, Freunde, was auch immer, eine Kirche, ein warmes Haus. Und das ist eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Paulus schreibt das so schön im Römer 5,5. Er sagt, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Die Hoffnung von Advent ist eine Hoffnung, die nicht enttäuscht. Und ich werde dir einfach die Frage jetzt mitgeben. Wir haben nachher einen Moment, wo wir es instrumental hören, wo du dir einfach die Frage stellen kannst, lebst du mit dieser Hoffnung? Lebst du mit dieser Hoffnung? Und wenn nicht, dann ist heute vielleicht der Moment, um zu sagen, ich entscheide mich für die Hoffnung. Vielleicht wieder ganz neu und vielleicht ganz neu für die Adventszeit. Entscheide ich mich für Hoffnung. Und Hoffnung ist nicht nur ein Gefühl, sondern Hoffnung ist etwas, wo wir uns antrainieren können. Wenn wir uns immer wieder bewusst werden, immer wieder auf das schauen, wo Hoffnung gibt in Jesus. Ich werde noch beten. Und Jesus, ich bringe dir jetzt einfach gerade all die Menschen, die vielleicht heute da sind oder zulassen via Livestream.
die wissen von diesen Enttäuschungen in ihrem Leben. Die vielleicht auf etwas gehofft haben, was sich nicht so erfüllt hat. Und ich lade dich jetzt einfach ein, Heiliger Geist, dass du kommst. Dass du kommst mit deiner Hoffnung. Und dass du uns neue Hoffnung schenkst. Und dass wir vielleicht gerade in diesem Moment jetzt dürfen erleben, an dem heutigen Morgen dürfen erleben, dass du uns näher bist, als wir es je gedacht haben. Und dass wir vielleicht auch dürfen sehen, wie du uns im Leiden veränderst. Und wie du trotz allem so viel Gutes in unser Leben geleitet hast. Und Jesus, lass uns einen Blick haben in die Zukunft, der hoffnungsvoll ist, weil du einmal wieder wirst kommen und die Welt wirst erneuern und wiederherstellen. Und es kein Böses und kein Leiden und kein Tod mehr wird geben. Amen.